Die Hessische Landesbahn GmbH, kurz HLB, ist ein privates Verkehrsunternehmen des Landes Hessen. In dieser Dokumentation erfahrt ihr alles Wichtige über das Unternehmen, die Geschichte, die bedienten Strecken und den Fahrzeugeinsatz. Viel Spaß! Zu Beginn möchte ich euch die Gliederung vorstellen. Dahinter sind sogenannte Timecodes zu sehen, damit man ganz einfach zu einem bestimmten Thema in dieser Dokumentation springen kann. Das Unternehmen. Die Hessische Landesbahn bietet in Hessen und weit über die Landesgrenzen hinaus Bahnverbindungen, aber auch Buslinien und im geringen Maße auch Güterverkehrsleistungen an. So werden unter anderem Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und durch ihre Beteiligungsunternehmen auch Verbindungen in Niedersachsen und Thüringen bedient. Die HLB ist zwar eine Privatbahn, dennoch gehört diese in öffentliche Hand. Die HLB ist daher Eigentum des Landes Hessen. Der Konzern verfügt über drei Töchter: die HLB Basis AG, die HLB Hessen Bahn GmbH und die HLB Hessen Bus GmbH. Die HLB Hessen Bahn GmbH und die HLB Hessen Bus GmbH sind verantwortlich für die Verkehrsleistungen. Die HLB Basis AG kümmert sich um die Infrastruktur und die Fahrzeuge. Das Unternehmen verfügt über eine sogenannte Holdingstruktur: die Hessische Landesbahn GmbH als Muttergesellschaft und die drei besagten Tochtergesellschaften. Die HLB Basis AG ist außerdem zu 50% an der Regionalbahn Kassel GmbH, kurz RBK, beteiligt. Zur anderen Hälfte ist die Kasseler Verkehrsgesellschaft AG, kurz KVG, beteiligt. Die RBK unterhält auf der Losseltalbahn kombinierten Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr. Zusätzlich hält sie den Kasseler Straßenbahnbetrieb am Laufen und ist Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Regionalbahn Kassel GmbH einen Umsatz von rund 9,9 Millionen Euro. Die Muttergesellschaft, die HLB GmbH, ist außerdem zu jeweils 50% an der Cantus Verkehrsgesellschaft MbH, der Südthüringenbahn GmbH, kurz STB, und der Regiotram-Gesellschaft MbH, kurz RTG, beteiligt. Die Cantus Verkehrsgesellschaft MbH setzt sich aus den Unternehmen Benex und HLB zusammen. Die Cantus Verkehrsgesellschaft betreibt Eisenbahnleistungen im Nordosthessen-Netz. Dieses Netz umfasst die Strecken rund um Kassel, Eichenberg, Göttingen, Bebra, Fulda und Eisenach. Im Jahr 2019 erwirtschaftete der Konzern rund 54,5 Millionen Euro. Die HLB teilt sich die Südthüringenbahn GmbH mit der Erfurter Bahn. Die STB bedient insgesamt 5 Bahnverbindungen in Thüringen. Im Jahr 2019 erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund 52,3 Millionen Euro. Die Regiotram-Gesellschaft MbH, kurz RTG, ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Hessischen Landesbahn GmbH und der Kasseler Verkehrsgesellschaft AG. Diese unterhält die Regiotram im Großraum Kassel. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Regiotram-Gesellschaft rund 34,6 Millionen Euro. Die Geschichte. Die Geschichte der Hessischen Landesbahn beginnt im Jahre 1955. Damals wurden in den neu gegründeten Konzern mehrere nicht bundeseigene hessische Eisenbahnunternehmen zusammengefügt. Die einzelnen Eisenbahnunternehmen unterhielten alle ihre eigene Schieneninfrastruktur. Ebenso erbrachten diese die Verkehrsleistungen auf den Strecken. Nach der Jahrtausendwende wurde das Infrastrukturunternehmen vom Verkehrsunternehmen gelöst. So ging am 8. Dezember 2004 die Verkehrsleistung auf die neu gegründeten Gesellschaften HLB Hessen Bahn GmbH und HLB Hessen Bus GmbH über. Am 20. September 2005 fusionierten die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG, kurz FKE, die Butzbacher Licher Eisenbahn AG, kurz BLE, und die Kassel-Naumburger Eisenbahn AG, kurz KNE, zur Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG. Sie betreiben seither die Infrastruktur.
die Butzbachliche Eisenbahn AG und die Kassel-Naumburger Eisenbahn AG wurden aus dem Handelsregister gelöscht. Seit dem 8. März 2006 heißt die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn AG HLB Basis AG. Die Strecken und Fahrzeuge. Die Hessische Landesbahn bedient im Fahrplanjahr 2020 insgesamt 26 Eisenbahnverbindungen. Diese Linien liegen unter anderem im Rhein-Main-Verkehrsverbund, im Nordhessischen Verkehrsverbund, im Verkehrsverbund Rhein-Mosel, im Rhein-Nahe-Verkehrsverbund und im Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe. Die HLB Hessen Bahn GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main besitzt insgesamt 171 Triebfahrzeuge und eine Güterlok. Diese sind auf dem insgesamt 606 Kilometer langen Streckennetz anzutreffen. Zusammengerechnet erreicht die HLB eine Verkehrsleistung von 25 Millionen Zugkilometern. Die HLB zählt 7 Standorte, in denen die Fahrzeuge gewartet und der Betrieb gemanagt wird. Mit der Zentrale in Frankfurt wird an den Standorten Butzbach, Kassel, Königstein, Hofheim, Siegen und Wiesbaden gearbeitet. Die Hessische Landesbahn beschäftigt insgesamt über 1300 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftet das Unternehmen voraussichtlich 311 Millionen Euro. Das Unternehmen erzielt seit Jahren durchweg Gewinne. Die HLB Hessen Bahn GmbH verfügt über 35 Triebfahrzeuge der Baureihe 1440. Diese Züge werden vom Hersteller unter der Bezeichnung Coradia Continental geführt. Die Fahrzeuge kommen auf den Linien 58, 59, 75, 9 und 11 zum Einsatz. Zum Fahrzeugbestand zählen auch 10 Triebfahrzeuge der Baureihe 429 und 3 Triebfahrzeuge der Baureihe 427. Diese Baureihen sind unter der Bezeichnung Flirt bekannt. Diese Fahrzeuge sind auf den Linien 98 und 99 anzutreffen. Weiter zählt die HLB Hessen Bahn GmbH über 68 Triebfahrzeuge des Typs Coradia Lind 27-41. Dies umfasst die Baureihen 640, 648 und 1648. Diese Fahrzeuge sind auf den Linien 12, 15, 29, 45, 52, 90, 91, 92, 93, 95 und 96 anzutreffen. Zum Unternehmen gehören außerdem 6 Triebfahrzeuge der Baureihe 642. Die Fahrzeuge des Typs Desiro kommen auf den Linien 21 und 45 zum Einsatz. Weiter sind 28 Fahrzeuge der Baureihe 646 auf den Linien 16, 21, 29, 45, 46, 47, 48 und 90 unterwegs. Diese Baureihe ist auch unter der Bezeichnung GTW 2-6 bekannt. Die HLB Hessen Bahn GmbH gehören zudem 20 Triebfahrzeuge der Baureihe 609. Die Fahrzeuge des Typs VT-VS-2E sind auf den Linien 11, 12 und 15 unterwegs. Zu guter Letzt kommt nun ein Triebfahrzeug der Baureihe 629. Das Fahrzeug kommt teilweise auf der Linie 90 zum Einsatz. Das war meine Dokumentation über die Hessische Landesbahn. Ein großes Dankeschön geht an Trainspotter-Koblenz, der mir tolle Bilder zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön. Danke auch an alle anderen, die mir Bilder zugeschickt haben. Hier gibt's jetzt noch weitere Videos von meinem Kanal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.